Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und damit begrüße ich meinen Kommerator Tom Arte. Hallo Tom. Jo, hallo Arti, hallo junges Gemüse. Was hast du uns heute Und mitgebracht? wir wollen eigentlich mal schauen, ob wir gutes deutsches Gemüse sind schlussendlich. Oder ob wir Ja, demnächst auf dem Bazar in Tunesien ne? verscherbelt Tomate, werden. Artischocke, ja, wir sind ja eigentlich schon so importierte Geschichten, glaube ich. Tomate auf jeden Fall, ne? Die Ja, ich Artischocke glaube, weiß ich gar nicht. Artischocke tatsächlich auch. Na gut, aber ja, genau, wir machen heute einen Einführungstest und ich bin schon sehr gespannt. Das Ding ist, bei diesem Einbürgerungstest, wir haben hier so einen, genau, ihr seht das schon, einen Fragenkatalog. Da gibt es über 300 Fragen. Wir werden das jetzt natürlich nicht schaffen. Man muss dazu sagen, so ein echter Einbürgerungstest, der geht gerade mal 30 Fragen. Und jetzt ohne zu viel zu spoilern, also wir haben uns die Fragen jetzt nicht vorher alle durchgelesen, aber ihr werdet merken, es ist verdammt leicht. Also wir können mal so durchgehen und wollen einfach mal so das Niveau hier, würde ich sagen, ein bisschen beurteilen der Fragen Ich generell. glaube, Kasper hatte mal einen Speedrun gemacht und wenn ich mich richtig entsinne, braucht man nur 16 Fragen oder 17 Fragen. Ich glaube, es sind 33 Fragen, die man gestellt bekommt und 17 reicht schon zum Bestehen. Das ist so wenig, das ist Ja, also krass. Und so, vor allem du so könntest einfach, wie diese fast Fragen sind. durchraten. Ja. Ja. Ich glaube, Okay. wenn du 8 weißt, kannst du den Rest raten oder sowas. Ja, genau. Wir können hier uns ein Bundesland wählen für einen Fragenkatalog. Wir nehmen natürlich Sachsen als stolze Ossis. Genau. Hinweise zur Bedienung brauchen wir nicht. Wir sind erfahrene Wir Gamer. schaffen das. Genau, scheiß auf das Tutorial. Und jetzt Genau. haben wir hier diesen wunderschönen Screenshot der Frage, der, wie Das hatte ich sieht schon echt so scheiße gelästert im aus. Vorgespräch, als wäre ein Paint eingefügt worden und dann als JPEG gespeichert und wieder ja, Genau, und dann rauskopiert. nochmal als GIF zwischengespeichert und der Oma per WhatsApp gesandt Ja, und per die hat es WhatsApp. dann auf Instagram gestellt und so ging das 4 Runden durch, bis diese Frage rauskam. Das ist Bürokratie. Also ich glaube, wenn ich So. als Ausländer den Test nicht schaffe, dann weil ich die Frage nicht verstehe, im Sinne von ich kann sie nicht lesen. Ja. Bitte gebt uns mehr Pixel, so nach dem Gefühl. So, die Frage lautet: In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil A, hier Religionsfreiheit gilt, B, die Menschen Steuern zahlen, C, die Menschen das Wahlrecht haben, D, hier Meinungsfreiheit gilt. Ja. Also, Wir tun mal so, als würde das hier wirklich ja. der, Aber ne? die Frage jetzt hier schon vom Niveau her, ich meine. Also es ist fast mehr eine Frage, wo die deutsche Sprachfähigkeit getestet wird, habe ich das Gefühl, oder? Also das ist ja jetzt keine Frage, die inhaltlich schwierig ist. Also Ja. ich darf was sagen, weil ich das Wahlrecht habe. Gut, das könnte man vielleicht noch denken, aber die ersten zwei Sachen, das hat ja überhaupt nichts mit dem Thema Meinung zu tun. Das könnte man ja wirklich nur falsch verstehen, wenn man einfach der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Die erste ist so eine Fangfrage für solche Hardcore-Religionsleute vielleicht. Was haben die sich da so gedacht? Und das zweite Boah, ist so vielleicht, für den oder? FDPler so. Wenn ich hier schon Steuern zahle, dann müssen die auch nach meiner Pfeife tanzen. Ja, gut, klar. Aber das ist zum Beispiel so eine Frage, die kann man eigentlich nicht falsch beantworten. Zumal, nochmal, also dieser Fragenkatalog, der ist ja öffentlich einsehbar, so wie wir jetzt hier reingehen. Man kann sich die einfach mal durchklickern vorher und dann ist das sowas von einfach. Aber gut, Ja, nächste und es sind Frage. nur 300, also man Ja, kriegt ja dann 300 auch ist irgendwann ein nichts. Gespür für, was die hören Ja, ja, wollen, ne? ja, ja, ja. Gibt's Gut. mehr Fahrschulfragen? Also wirklich, gibt's mehr? Ja, ich glaube auch. So, in Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am Geschichtsunterricht teilnimmt, Religionsunterricht teilnimmt, Politikunterricht teilnimmt oder am Sprachunterricht teilnimmt. Ja, Tja. ist natürlich Religion. Auch hier, naja. Gut, also da Ich würde könnte ich noch sagen, am das ist eine ehesten schwierige sagen, Frage für bei der Frage, Zugezogenen. die ist für einen Zugezogen ein bisschen schwierig, genau. Vor allem, wenn man selber keine Kinder hat und von dem Thema Schule ganz weit weg ist. Ja, na, okay. Das wäre so eine der schwierigen Fragen tatsächlich, Ja, ja, eine so ein danke. bisschen eine Fangfrage. Ist natürlich Religion. Aber auch da, ganz ehrlich, eigentlich kann man sich's doch irgendwo denken. Weil da ist man wieder bei der Frage vorhin, Religionsfreiheit und so. Also Religion ist ja was, was nicht jeder Mensch gleich hat. Das ist jetzt nichts Faktisches irgendwie. Dann muss es doch irgendwie Religion sein. Die anderen Sachen, Geschichte, Politik, Sprache, das sind ja irgendwo Fakten, die halt in der Schule vermittelt werden.
Also auch hier wieder, ich finde letztendlich, klar, es ist ein bisschen eine schwerere Frage, aber letztendlich ist es leicht. Es Meiner ist Meinung nach. für unser eins vielleicht so eine Fangfrage, weil hier zumindest gibt es ja den Ethikunterricht als, als Substitut für Religionsunterricht. Ja, da, Ja. deswegen kommt ja die zweite Frage zustande. Ja. Wenn du nicht Religionsunterricht gehst, nimmst du Ethikunterricht, richtig? Ja. So, bis jetzt klatter Durchmarsch. Ja, Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? Alle Einwohner oder Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten. Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen. Also Antwort C. Die Gerichte machen die Gesetze. Also Naja. ich würde C sagen, Ja, eindeutig. also du hast bestimmte Delikte, wo man fast das Gefühl hat, da werden nur Deutsche für bestraft. Ja, natürlich ist es A. Ja. Einfach Manchmal wünsche ich mir auch, schon fast, dass D gelten würde, tatsächlich. ja, einfach auch, weil es die längste Antwort ist. Also die irgendwie am, Stimmt, das hatten wir mal als Naturgesetz genau, wir hatten ja mal für dieses Fake News linke Spiel gespielt oder genau was das war. Ach Spiele. nee, da ging es um Schwurbelei oder so, um Verschwörungstheorien, irgendwie sowas. Ach ja, wie war es? Stammtischparolen, so haben sie es So genannt. war es, genau, ja. Genau. Und da war es immer so. Es war eigentlich fast immer so, die längste Antwort war die richtige. Das ist Hier auch ist es ein Video, genauso. das können wir euch ans Herz legen. Das ist, ja, das altert nie. Das Alter nie, genau. So, ah, muss jetzt aber richtig sein. Jawohl! Wir sind echte, richtig gute Deutsche. Wie sie es hier mit der Formatierung verkackt haben. Was zur Hölle? Boah, findest du? Ach so, weil der Pfeil nach unten versetzt ist. Ja, gut. Ja, Hast du auch ja. rangezoomt. So, welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? Waffenbesitz, Faustrecht, Meinungsfreiheit, Selbstjustiz. Oh, da hätten sie ja noch so Vergewaltigungsrecht oder so nehmen müssen als. Ja, das ist auch so eine alberne Frage. Ich meine, das ist wieder, die wollen doch einfach nur ihre paar Parolen hören. So Vielfalt, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Es ist übrigens, Demokratie. es ist wieder der längste. Ja, Von klar. den vom Buchstaben, der längste Begriff hier. Ich meine, so ein Amerikaner könnte vielleicht, könnte man mit Waffenbesitz ködern, ne? Das ist ja bei denen so mehr oder Ah, weniger so, das, so schwierig. ein Grundrecht, Aber. ne? Ja, aber da ist die Meinungsfreiheit ist ja auch in den USA das allererste Recht. Also das ist ja Artikel 1 sogar bei denen. Alles andere ist halt so lächerlich, ne? Ja, Faustrecht selbstverständlich. Auch hier wieder mehr Deutschtests, habe ich das Gefühl, als anders. So, Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? Man darf Geld annehmen, wenn man dafür einen bestimmten Kandidaten oder eine bestimmte Kandidatin wählt. Nur Personen, die noch nie im Gefängnis waren, dürfen wählen. Oh, das wäre Der interessant. Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. Alle wahlberechtigten Personen müssen wählen. Auch hier, es ist natürlich die längste Also, Antwort. warte, warte, warte. Also eigentlich ist es ja gar keine dieser Satz sagen, dieser Warum? Aussagen. Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst werden, noch Punkt, Punkt, Punkt. Der wird doch andauernd beeinflusst. Ja, vor der Wahl, aber beim Wahlvorgang ist es ja tatsächlich so, du musst in Ach, so meinen der die das direkt Kabine den allein Vorgang. sein. Okay. Genau. Du darfst ja auch nicht mit jemand anderem da rein in die Wahlkabine. Ich war auch selber schon Wahlhelfer und wir hatten tatsächlich da schon Fälle. Also da kam zum Beispiel eine Frau rein, die war offensichtlich geistig behindert, aber die musste halt dann ihren Ausweis zeigen und so. Also musste da irgendwie sich ausweisen, dass da der andere Typ da mit rein darf, Aber um dann der zu ganz helfen ehrlich, beim ist Wählen. Briefwahl, ist das dann noch legal, streng genommen? Boah, ich bin ja zum Thema Sagst du? Briefwahl eh absolut gerotpillt. Also geblackpillt, würde ich eher sagen. Ich war auch mal Barhelfer bei der Briefwahl. Und an sich, die Briefwahl an sich, das Verfahren, also du kriegst die Briefe da an und so das Zählen, das war schon alles fair und da hat jetzt keiner geschummelt oder so. Aber das große Problem ist, die Briefe, wie du kriegst sie halt in der Tonne an und da hast du die Briefe. Und dann stehen Ja. in den Briefen halt Unterschriften. Du kannst ja überhaupt nichts nachprüfen. Also, Und diese Tonnen, stehen die so im Safe oder wie muss man sich das vorstellen? naja, das sind halt im Prinzip genauso, wenn du bei einer richtigen Wahl bist, da wirfst du doch dein Wahlzettel in so eine Ja, Urne. Weißt du, das ist so eine klar. große weiße Tonne. Und bei der Briefwahl ist es genauso. Du hast diese große weiße Tonne, die ist mit einem Vorhängeschloss abgesichert.
Und die ist nicht mal verplombt. Die ist richtig nur mit so einem Scheiß. Naja, irgendwie so in der Art. Also vorhin geschlossen oder verplombt. Das ist, also, es ist schon irgendwie so gemacht. Aber das Problem ist, du kommst halt rein als, wie soll ich sagen, als Wahlhelfer in den Raum. Ja, und da steht ja. die Tonne schon da. Also, ja, du, genau. Das, bei der normalen Wahl ist es so, du hast natürlich Überblick. Du, am Anfang schaust du nämlich in die Tonne rein und überprüfst, ob die leer ist. So. Und dann über den Tag hinweg kommen die Leute an. Und du tust, du hast dein Wahlregister, also das Register der Stimmberechtigten in deinem Bezirk. Da kreuzt du dann immer ab, der hat hier schon gewählt oder so. Genau. Der hat gewählt und so weiter. Und dann füllt sich die Tonne und am Ende kannst du sagen, ja, alle Stimmen, die jetzt kamen, das waren wirklich Leute, die haben hier gewählt. Mhm. Aber bei der Briefwahl ist natürlich das Problem, die Tonne steht schon da. Und da sind da diese Briefe drin. Und klar, die Briefe, die werden dann zugeordnet irgendeiner Person in diesem Wählerregister. Aber naja, jetzt mal ganz, ganz im Ernst. Wem kommt das Register, wenn man mal so den Argen genau, sich aufsetzt, also in dem Register könnten doch 1000 Leute stehen, die erfunden sind. Und also es jetzt erinnert mich an diese Simpsons-Episode. Nicht, dass ich sagen will, das wäre so. Ich will bloß nicht sagen, das wäre so. Aber ja. Briefwahl ist tatsächlich, also ich finde das extrem kritisch. Auch einfach dieser Vorgang, weil das so albern ist. Du musst dann diesen, ich merke schon, es wird jetzt so ein Briefwahl-Stream, aber ist vielleicht für euch interessant tatsächlich. Du öffnest dann den Brief mit so und dann musst du überprüfen, ob alles richtig ist und du schaust halt einfach, ob eine Unterschrift an der richtigen Stelle ist. Aber das Problem ist ja, die Leute, die schicken dir ja auch nicht irgendwie eine Kopie von ihrem Personalausweis, dass du sagen könntest, ja, die Unterschrift sieht überhaupt ähnlich aus oder so. Also du schaust einfach nur, ob irgendeine Unterschrift ist und die meisten Leute machen ja so eine stilistische Unterschrift, weil die irgendwie cool sein wollen. Die macht so drei Striche. Also ganz ehrlich, L's irgendwie. Ja, das könnte von jedem sein. Also ich habe schon oft so Geschichten gehört, dass irgendwelche Altenpfleger durchs Altenheim gegangen sind und dann die Leute dazu animiert haben, Briefwahl zu machen und gesagt haben, ja, hier wählen Sie bitte bei Grün, ich brauche noch eine Unterschrift von Ihnen und so, da müssen Sie Ihr Kreuz machen, so weißt du, in dem Sinne und dann, ja, unterschreiben Sie dann nochmal schnell und das, ganz genau, das kann ich mir 100% vorstellen und das ist natürlich auch, das ist definitiv schon vorgekommen, es gibt diese Fälle, die Berichte darüber. Das wäre nämlich so mein Punkt mit bei der Wahl wieder beeinflusst, bei der Briefwahl bist du halt in der Regel, also, was heißt in der Regel, es ist wahrscheinlicher, dass du nicht alleine bist in dem Moment als in der Wahlkabine. Ja. Ne? Ja. Wie du schon sagtest, dann kommt halt der Pfleger zur alten Oma, Mensch, die Natur ist dir doch auch immer so wichtig gewesen, dann mach doch mal bei Grün die Stimme. Irgend sowas, ne? Oder hier war dir doch immer wichtig, dass die Renten fair verteilt sind. Mach mal bei der Linken oder bei der SPD oder naja, ist auch. Ne? Das würde zumindest so die Spitze, die dann immer bei der Briefwahlauszählung passiert für ja, Grün, Links, SPD, gut erklären können, ne? Das, ja, das denn, muss man denn bei großen sagen. Zahlen möchte man ja die gaußsche Glockenkurve vermuten, dass sich das ja. wieder klettert, ne? Das ist ja auch politikwissenschaftlich, glaube ich, schon hinreichend untersucht, dass linke Wählergruppen tatsächlich affiner sind für Briefwahlen. Wieso ist das eigentlich so? Naja, ganz einfach, meiner Meinung nach. Also sind die fauler erstmal, oder was? Naja, das erste große Ding ist natürlich, dass die Rechten misstrauischer sind. Also die ganzen AfD-Wähler, die wählen ja per Brief, weil die denken, um Gottes Willen, was passiert denn dann mit meinem Stimmzettel? Kommt das überhaupt so an? Ganz ehrlich, ja. Wie gesagt, ich war ja auch Wahlhelfer richtig vor Ort. Und ja, sind wir ganz ehrlich. Also bei vielen Leuten weiß man schon irgendwie so, wie die reinkommen, so grob, was die wählen werden. Also, ja. Und wir hatten, ich meine, wir sind hier in Ostdeutschland, auch wenn ich in eher linkeren Bezirken wohne, haben wir immer gute Prozentzahlen für die AfD gehabt. Und du weißt schon definitiv so über den Tag hinweg, ja, der war bestimmt ein AfD-Wähler und so einfach. Das sind so die Leute, die reinkommen und die so auch so ein bisschen so Wut im Gesicht haben, weißt du? Also Die. Oder die genau darauf achten, wenn ich dort in meinem Buch sitze und zum Beispiel einen Strich mache hier, da hat er auch schon eh mal eine abfällige Bemerkung darüber gemacht, naja, hier wird es schon manipuliert und so, wisst ihr? Keine Ahnung. Und aber nochmal auf den Punkt drauf zurückzukommen, dass also wenn ich die Wahlunterlagen zugeschickt bekomme, dann ist das ja so, ich sag jetzt mal, 1-2 Monate vor der Wahl, ne?
Dann kann ich theoretisch den Briefwahlpart ausfüllen und dann steht diese Tonne, wo meine Wahl drinne ist, 2 Monate darum. Mit einem Vorhängeschloss. Also das klingt doch verdammt einladend für mich, da mal nachzuhelfen, ehrlich gesagt. Also wirklich. Naja, also die Briefe kannst du ja so in dem Sinne. Ah, schwierig, ganz Nee, schwierig. nicht, Also, also weil. mein Brief und so, das ist ja alles schön, der ist da drinne. Aber wer hindert denn jetzt, oder wie wird das verhindert, dass da jemand sagt, jetzt packe ich hier noch 100 Sachen rein? Genau das ist es. Und das, meiner Meinung Gibt es nach, da kannst du irgendeinen nicht verhindern. Oder Mechanismus? zumindest ich als Wahlhelfer könnte es nicht überprüfen. Genau das, da hast du recht. Also, es könnte ja wirklich kurz vor der Wahl ankommen. Und wie gesagt, dass irgendwie das Stimmregister, was du da hast, das ist ja nur von irgendwelchen, das ist ja von offizieller Seite Kriegst du vom bestätigt. Einwohnermeldeamt wahrscheinlich, ne? Oder Genau. sowas, Und ne? da könnten die natürlich irgendwie aufs kluge Weise irgendwie 1000 Leute erfinden, und von den 1000 Leuten sind zufälligerweise dann Briefe in der Urne. Wie gesagt, um Gottes Willen, ich will jetzt bloß nur sagen, dass das so ist. Es ist nur, die Möglichkeit ist gegeben, dass sowas passiert. Und deswegen, ich bin ein großer Gegner der Briefwahl. Auch einfach, also wir kommen ja super vom Thema ab, aber auch einfach, weil ich bin der Meinung bin, wenn man, also wählen ist so ein wichtiges Recht und so eine wichtige Sache, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, so von wegen, ja, ich schicke ja mal ich fülle den Brief aus und dann schicke ich das ab. Wählen muss ein richtiges Ritual sein. Das muss dir ja richtig was bedeuten, dass du alle 4 Jahre dahin Richtig. gehst, und dann musst du einfach mal deinen Arsch bewegen können in so ein Wahlbüro. Die sind ja Und wie wirklich du schon um jeder sagtest, Ecke. alle 4 Jahre mal. Ne? Eben. Also die Wahl fällt ja nicht vom Himmel so, oh Gott, die ist ja morgen. Das hat mir ja gar keiner gesagt. So ist es ja nicht. Also, ne? Ja. Ich wäre dafür, dass man den Leuten so ein Jahr vorher schickt, hier, nächstes Jahr ist dann und dann Wahl. Ja. Wäre sinnvoll, wenn du dir den Urlaub irgendwo anders hinschiebst, falls du es vorhast, Genau. ne? Und wenn Und wenn jemand, nicht, dann ist halt nicht, dann hast du halt keine Wahl. Punkt. ja, und dann muss es halt bei Arbeiten sein, wo du wirklich da sein musst, jetzt, wie gesagt, Rettungsdienst oder so, dann muss es halt einfach Regelungen geben, dass man sagt, ja, der wird jetzt für 2 Stunden am Tag freigestellt, dass er mal kurz in das Büro gehen kann. Ich Ja, meine, komm, könnte man die ja haben von easy 8 machen. bis 18 Uhr oder so auf die Wahllokale. Eben, eben, Also selbst eben. wenn du Spätschicht hast, die fängt Ja. irgendwann zwischen 1 und 3 an, je nachdem, wie das getaktet ist. Das heißt, du Und gehst vorher und wenn du ja, Frühschicht hast, gehst du halt genau. danach. Und wenn du Und wie Nachtschicht hast, gesagt, sowieso. Also. ja, und wie gesagt, selbst wenn gesetzt den Fall, du wärst jetzt irgendwie Notarzt und müsstest wirklich 8 bis 18 Uhr an dem Tag da sein, dann muss es halt irgendwie Regelung geben, wie gesagt, Genau, dann dass wirst du du halt mal mal als 2 Stunden rausgehen Dienstbotengang kannst. freigestellt. Fertig. Die Genau. sind ja jetzt auch, die Wahllokale sind ja auch nicht 5000 Kilometer weg, ne? Ja, ich meine, was weiß ich, in Österreich zum Beispiel, da wirst du schon, da zählst zur Arbeitszeit der Gang zum Arzt. Also, du musst nicht in deiner Freizeit zum Arzt, sondern wenn du zum Arzt gehst, ist das Arbeitszeit und du dann krankgeschrieben wirst. Und ey, die Leute uns jetzt hier missverstehen, also ich denke, das liegt einfach dran, dass wir so ein bisschen auf der Ingenieursschiene unterwegs sind im weitesten Sinne. Wir gucken halt an oder gucken uns halt Sachen an, wo kann es denn haken? Wo sind denn Richtig, Schwachpunkte? genau. Und das ist Wo halt sind hier die einfach so, Bugs, sage ich ne? mal, als Weil Informatiker, ich hatte ja? mir jetzt gerade überlegt, man könnte entweder die Box verplompen oder man stellt halt immer so zwei Wachen vor die Briefwahlboxen. Aber wie du schon sagst, wenn halt dann jemand kommt mit so 100 Briefen, die er sich so aus dem Arsch gezogen hat, dann helfen die Wachen oder die Plombe gar Ja. nichts. Also, es ist eine große Achillesferse, wenn man so möchte, in diesem Ja, und System. natürlich, es ist meiner Meinung nach auch Ruhe. eine Achillesferse einfach für die Glaubwürdigkeit, für die Legitimation, sorry, des Systems, weil eben dadurch natürlich auch Misstrauen entsteht. Ich meine, wir sehen das in den USA. Wir haben das gesehen bei der Präsidentschaftswahl 2020. Da sind ja so verrückte Sachen passiert, einfach, dass die Leute nicht gucken durften bei der Auszählung, zum Beispiel von wegen Corona. Da haben die bei der Auszählung dann wirklich irgendwelche Fenster runtergemacht. Und das darf einfach nicht sein. Also wir haben da wenigstens in Deutschland zum Glück Recht zur Wahlbeobachtung. Und ich kann das auch hier jedem empfehlen, der hier gerade zuhört. Macht Wahlbeobachtung. Also stellt euch, ihr dürft bei der Auszählung dabei sein. Genau. Aber was ich euch noch viel, viel mehr empfehlen würde, macht Wahlhelfer. Weil da könnt ihr noch viel, viel mehr bewirken. Also ihr könnt da noch viel mehr sehen
und noch viel genauer kontrollieren, ob das alles stimmt. Und das Beste ist, als Wahlhelfer, du fällst ja nicht mal auf. Also du musst ja nicht jedem sagen, hey, ich bin AfD-Wähler. Also du bist halt dort einfach einer von den Leuten, die das sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, die 70% der Wahlhelfer sind irgendwelche grünen Frauen. Also wenn ihr Mädels kennenlernen wollt, so zwischen 20 und 30 ist das auch ein gutes Pflaster, sind halt leider alle grün. Aber ja, ohne Scheiß. Die sind ja nur so lange grün bist, ne? Ja, genau, genau. Ja, und da mischt ihr euch halt einfach mal unter die Menge, klar. Und dann kommt immer mal von irgendeinem linken Wahlhelfer so ein dummer Spruch. Aber denkst du dir ja so, okay, deswegen bin ich hier. Um das mal zu beobachten, ob ihr hier so gut zählt. Ansonsten würde ich persönlich ja immer vorschlagen, dass man auch Punkt 4 irgendwie mal implementiert. Also wenn du hier schon da bist, dann musst du deinen Arsch gefälligst in die Wahlkabine bewegen. Also du musst wählen. Aber in meiner Welt gibt es dann auf dem Zettel immer noch die keine Angabe. Nee, weißt du? Da wäre ich dagegen. Da wäre ich dagegen. Also, ja, Wahlen müssen frei sein. Also, ich meine, du kannst da hingehen und sagen, DDR, hier, ich mache keine Angabe. Das würde auf meinem Stimmzettel sein. Nee, das, da bin ich hart dagegen. Aha. Ja, einfach weil es was mit Freiheit zu tun hat. Ja, aber du sagtest doch vorhin selber, die müssen mal den Arsch hochkriegen und wählen gehen. Ja, ja, ne? Aber wenn der Staat dir sagt, du musst in das Büro gehen, dann ist das schon eine recht empfindliche Einschränkung deiner persönlichen Freiheit, dass der Staat dir sagt, was du machen musst an dem Tag. Also Okay. Ja, ja, da bin ich ziemlich empfindlich. Und auch einfach durch die DDR-Erfahrung. Also diese Themen, du musst zum Wahlbüro gehen, das hat man schon mal. Also meine Eltern haben mir wirklich die Storys erzählt, wie Nachbarn oder so, da kam dann halt die Stasi an. So, ja, wir haben gehört, sie waren heute noch gar nicht wählen, was ist denn da los? So, ja, ja, klar. Das mal hier doch mal hin. Und also da kriege ich ganz, ganz schlimme Anwandlungen. Ja, das, also den Punkt kann ich verstehen, aber du hattest ja in der DDR, war das ja alles ein bisschen anders. Also du konntest halt die SED wählen oder wenn du ganz mutig warst, konntest du eine der untergeordneten Blockparteien wie CDU, die halt auch trotzdem immer alles, was die SED gemacht hat, mitgenickt hat, weil sie sonst verboten worden wäre. Also sprich, du hast wieder SED gewählt, also du musstest SED wählen, es ging nicht anders. Oder du hast dich halt dem verweigert und hast dann, ich weiß gar nicht, am Ende bist du wahrscheinlich ins Gefängnis gegangen, wenn du es bis zum Ende durchgezogen hast. Sicherlich. Also vor allem, wenn du es mehrmals machst, ich meine, dann geht es halt schnell nach, gut für die Jugendlichen halt nach wohin? Torgau? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ja, die Jugendlichen sind nach Torgau gegangen. Googelt mal Torgau DDR, Leute. Also ganz, ganz gruselig. Das waren so richtig schlimme, so wie KZs, muss man sagen. So politische Gefangene waren dort und wurden richtig Gehirn gewaschen. Also so ein bisschen wie in diesem Film, in dem Roman 1984. Also genauso muss man sich das vorstellen. Da reden dann Leute auf dich ein und so. Hier ist gutes sozialistisches System. Am Ende bist du dann der Musterbürger, der da rauskommt. Mein Ansatzwinkel ist halt diese steigende Zahl von Nichtwählern, was ja dann, jetzt spinnen wir das mal weiter, wir haben jetzt so 40-50% Nichtwähler, wenn ich das so richtig im Kopf habe, wenn die Leute noch bequemer werden und sagen, das ist ja eh ein Selbstläufer oder man kann eh nichts dran ändern, lass das dann mal auf 70% anwachsen, Nichtwähler. Das heißt im Umkehrschluss, die 30, die da sind, haben A, eine riesige Macht. Und B, kannst du damit ja super schnell politische Veränderungen über den Haufen stoßen. Weißt du, dann brauchst du ein verschworenes Grüppchen, um auf einmal den Bundeskanzler zu stellen. Oder was weiß ich, ne? Und da würde ich sagen, dann geh hin, aber dann mach deine Stimme bei, ich habe keine Ahnung, wen. Okay. Also, ich wähle gar keinen. Und Ach so, und was habe ich vergessen zu sagen, ist ganz wichtig. Wenn dann 50% sagen, ich wähle nichts, dann bleiben auch 50% der Plätze im Parlament halt leer. So, das wäre mal. Ja, das wäre schon mal interessant. Aber gut, wie gesagt, wir sind jetzt wirklich. Sind wir unterschiedlicher Meinung. Seitenstraße gefahren. Vielleicht machen wir es so einfach, wie wir das Video benennen, dass wir hier nicht nur über diesen Test reden, sondern auch so ein bisschen über Politik allgemein. Vielleicht, wir müssen es einfach framen. Wir müssen es geschickt framen. Okay, nächste Frage. Achso, wir haben noch gar nichts gewählt. Ja, richtig. Achso, die längste. Ja, siehst du, und richtig. Also, du kannst es. Warte mal, ohne das zu lesen, wir gucken mal, was am längsten ist. Achso, ja, okay. Ah, Mist. Und bei dem wäre es jetzt nicht mal das längste.
Wie heißt die deutsche Verfassung? Volksgesetz, Bundesgesetz, deutsches Gesetz, Grundgesetz. Ja, gut. Knappes Ding. Der rechte Schwurbler sagt ja jetzt, wir haben gar keine Verfassung. In dem Sinne. Aber es ist das gut. Grundgesetz natürlich. Ja, ja, Grundi, komm. Grüßt. So, jetzt wird hier Druck gemacht. Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit, Unterhaltung, Arbeit, Wohnung. Es ist das längste. Ich wollte gerade sagen, es ist das längste Recht. Natürlich, es ist das längste. Das ist albern. Gäbe es in deiner Welt ein Recht auf Wohnung? Also für jeden Staatsbürger, weißt du? Boah, schwierig. Eigentlich schon. Also im Sinne von Obdachlosigkeit bekämpft ist jetzt sehr. Ja, aber so haben wir es. Ja, ja, sicherlich. Ich meine, auch wenn es bei uns explizit, glaube ich, nicht so im Grundgesetz steht, anders als in der DDR übrigens, da war Recht auf Wohnung und Recht auf Arbeit stand da drin, ist es doch aber faktisch so. Also keiner muss auf der Straße leben in Deutschland. Aber es gibt ja Obdachlose, nicht wenige, ne? Ja, ja, aber die machen das ja freiwillig. Ich meine, wenn du jetzt Hartz beantragst, dann kriegst du die Wohnung gestellt. Ich meine das jetzt nicht mal abfällig, die machen das freiwillig. Wer, also. Ist ja, das so? Okay, wir hatten schon mal dieses Thema. Ne? Ja, wir hatten schon mal dieses Thema Obdachlosigkeit. Da, also es gibt schon irgendwie Härtefälle, da kommst du dann nicht an ein Konto ran und du brauchst aber ein Konto, um ein Hartz IV überwiesen zu bekommen und so weiter. Aber nee, ich sehe das nicht im großen Rahmen. Also sehe ich nicht. Nichtsdestotrotz, also ich würde es trotzdem verankern, so nach dem Motto, du kriegst halt so ein Baucontainer-Wohnungsding. Ja, also, genau. Fertig. Würde ich auch sagen, ja. Das müssen wir uns als reiches Land, Zwinker, leisten können. Ja, na unbedingt. Also, so. Oh Gott, jetzt hätte ich fast Wohnung angekreuzt. Log mal A ein oder wollen wir jemanden anrufen? Gut, okay, du machst mal die nächste Frage. Ja, es lädt. Okay. Hallo? Hast du auf Nächstes geklickt? Ich wette, du klickst nicht richtig. Du hast mir auf Forns dein Windows-Problem berichtet. Oh. Jetzt, ja, okay. Mensch. Oh Gott, jetzt sind wir ja 7 Fragen weiter. Ach, ist doch egal, oder? Ja, scheißegal. So, Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich Passanten auf der Straße beschimpfen darf, meine Meinung in Leserbriefen äußern kann, Nazi-Symbole tragen darf, meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche. Oh. Ist ja die längste Antwort gar nicht mal die richtige, so wirklich. Ja. Oh. Das ist ja blöd. Also es ist natürlich zweitens, ne? Ja. Das ist schon, das ist tatsächlich nicht einfach, finde ich. Die ist gar nicht mal so einfach, auch weil dieses Ding mit den Leserbriefen jetzt nichts ist, was man so auf dem Schirm hat, wo man sagt, ja, das Recht auf Leserbriefe, das ist jetzt nicht so eine typische Vokabel. Weißt du, was ich meine? Richtig. So halt wie Vielfalt, Demokratie so und so. Ja. Also das ist ja wirklich so der typische Opa Gustav, der ja noch an die, die BZ hier noch so einen Brief schreibt. Ja. So. Sonst macht das doch kaum einer noch. Ne? Ja, heute wird schön auf Twitter gemeldet. So. Gut. Richtig. Gut. Was verbietet das deutsche Grundgesetz? Militärdienst, Zwangsarbeit, freie Berufswahl, Arbeit im Ausland. Auch hier, es ist doch eindeutig. Du musst einfach nur Deutsch können für diesen Test. Also Zwang. Auch hier wieder, du musst einfach diese Vokabeln kennen. Zwang natürlich. Zwang ist Buh. Zwang ist schlecht, genau. Ja. Natürlich ist unser Land gegen irgendwelche Zwänge. Ich glaube, wir müssen unsere Regeln mit der längsten Antwort ein bisschen abändern, wenn es nur sozusagen ein Substantiv ja, ist. Dann ist es nicht so. Sobald es dann Sätze sind, ne? Dann klappt das wieder. Genau. So, du darfst. Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt? Immer. Was? So, bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen. Bei Meinungsäußerungen über die Bundesregierung. Oh, interessant. Bei Diskussionen über Religion. Bei Kritik am Staat, was fast wie B ist. Alter Schwede, das ist aber eine interessante Frage. Weil. Eieieiei. Also klar. Also es ist natürlich A gemeint, ja gut, aber Kritik am Staat, also wie war der letzte Fall war doch dieser eine junger Erwachsene, der gesagt hat, wegen dem scheiß Corona-Regime konnte ich meine Oma nicht besuchen. Zitat Ende. Genau. Und da ist ihm die Bude eingerannt, nee, er hat
Er hat, ich glaube, ihm ist die Bude eingerannt worden, aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall muss er 5000 Euro Strafe oder sowas in dem Dreh bezahlen. Ja, Dafür! richtig. Dafür! Und wir können gerne alle 4 Punkte durchdrücken, weil bei alle 4 Punkte stimmen. Zum Beispiel bei Diskussionen über Religion, natürlich ist da die Stimmt. Meinungsfreiheit auch eingeschränkt. Denk doch mal an die Shlomo-Videos, zum Beispiel, wo er auf den Koran gepinkelt hat, den Koran verbrannt hat. Also wegen Gut, das war sowas keine wirst du. Diskussion, ne? Aber Ja, aber wegen ja. sowas wirst du in Deutschland wegen Verunglimpfungsmachung von Religionen angezeigt oder im schlimmsten Fall sogar eingeknastet. Ich erinnere da immer wieder gern an den Fall, da war so ein Moscheebaugebiet, also da war so eine Baustelle, wo eine Moschee gebaut werden sollte. Und da hat jemand einen Schweinekopf abgelegt und der wurde ins Gefängnis gesteckt. Ganz ehrlich, der wurde ins Gefängnis gesteckt. Dafür? Krass. Ja. Was ist es? Wegen halt Volksverhetzung letztlich. Wegen Volksverhetzung. Hä? Naja, klar. Das ergibt doch gar Naja, keinen Sinn. weil er damit gegen Muslime quasi hetzt oder so. Okay. Muslime sind kein Volk, aber ja, gut, So, ne? Meinungsäußerung über die Bundesregierung. Auch da ist so, ich meine, ihr könnt jetzt zum Beispiel nicht, war es denn sogar so, letztens hat jemand gesagt, Annalena Baerbock ist dumm oder Ricarda Lang ist fett oder irgendwie sowas relativ Banales. Und du bekommst dann halt mal eben schnell eine Anzeige ins Haus. Also über meinen Vater habe ich gelernt, dass dieser Tim Kellner Ja. Annalena Baerbock immer als die Scheißhausministerin bezeichnet. Hm, genau, Und das genau. musste er sich erst erklagen, dass er das Richtig. sagen darf. Genau, und Also das gut, war jetzt würde ja. der andere sagen, dann seht ihr doch, das funktioniert doch. Aber das ist ja das Absurde, dass man das erst erklagen muss. Also, wie krank ist denn das für so eine wirklich banale, Muss man naja, für einen eigentlich banalen drüber Satz? stehen? Da muss man Da muss man sagen, wirklich drüber stehen. Zumal bei der Baerbock hat das doch auch eine Begründung, weil die Baerbock wirklich buchstäblich über irgendwelche Toiletten, die in Indien errichtet werden, lang und breit erzählt hat bei einer Ja, Pressekonferenz. ob die jetzt außerhalb oder innerhalb vom Dorf steht und ob das sicherer ist für die Frauen, wenn sie vergewaltigt Ja. werden oder wenn der Tiger vorbeikommt. Ungefähr auf dem Level war das. Also diese Frage zeigt wirklich, das ist die absolute Clownsfrage, ganz ehrlich, weil Ja. alle 4 Punkte, wenn wir das jetzt hier mal so durchgehen könnten, sein. Aber es steht ja zum Glück hier oben, es gibt nur eine richtige Antwort. Ja, genau. Ich würde tatsächlich sagen, diesmal wieder die längste Ja, Antwort, die. hier Ah, greift lock unser das mal ein. Zaubertrick Ah, wieder. Oh, okay, haben wir also bei Schwein der Frage gehabt. wäre ich mir hier wirklich am meisten unsicher noch gewesen. Ich sehe das schon, wenn du da so sitzt und so, ist das euer Ja. Scheißernst? Die deutschen Gesetze verbieten Meinungsfreiheit der Einwohner und Oh, bitte, Einwohnerinnen. bitte lass das Feiglingsgendern, ne? Das ist echt unerträglich. Petition der Bürger und Bürgerinnen. Ah! Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. Oh, ich spreche den Ungleichbehandlung der Steam wieder raus. Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. Boah, dieses Gegendere wirklich krass. Ja. Oh Gott, was Auch waren die? hier. Ey, ohne Scheiß, ich habe es gerade überlegt, was war denn eigentlich nochmal die Frage? Aber auch hier ist es wieder ein Vokabeltest. Was ist eine schlechte Vokabel? Ungleichbehandlung. Was sind gute Vokabeln? Freiheit. Da steht was mit Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Das muss auf jeden Fall gut Darf nicht sein. verboten werden, genau. Genau. Du musst eigentlich wirklich nur Deutsch können. Du müsst wissen, dass verbieten heißt, das ist schlecht. Und ja, und dann musst du halt hier wissen, was verboten ist und was nicht. Aber hey, mit unserem Lifehack braucht ihr das auch nicht können. Ihr wisst, lange Sätze, easy. Richtig, easy. Ist wirklich so Es ist absurd. wirklich absurd. Okay, du darfst mal. So, welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert? Unantastbarkeit der Menschen. Ach, so, wollen wir es lassen? Das Ist das Längste, das längste Längste. fertig? Ja, es ist wirklich albern. Es ist albern. Das wird ja wieder jetzt. Wir haben uns zwar verquatscht, aber es bleibt ein Speedrun. Pass auf. Ja, wir schaffen trotzdem hier noch einige Fragen. So, So, was was versteht man unter versteht dem man? Recht der Freizügigkeit in Deutschland? Oh, das ist interessant, weil da auch hier wieder Sprachtest. Weil Freizügigkeit geht halt nicht um Klamotten. Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen, man kann seinen Beruf wechseln, man darf sich für eine andere Religion entscheiden, man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht bekleidet bewegen. Wir haben gerne Und Gedanken gelesen mit der letzten ja, Antwort. naja, weil, naja, klar, weil ich, wenn ich Freizügigkeit höre, denke ich natürlich im normalen Kontext eher an leicht bekleidet sein. Weißt du, jemand gibt sich freizügig, sagt Ja, man ja so. klar. Aber natürlich ist der Wohnort gemeint. Aber hier interessanterweise ist es mal Ist. nicht die längste Antwort, ne? Sogar die Ja, die haben zweitkürzeste. das ein bisschen. Ah, man hätte es wahrscheinlich anders formulieren müssen, ne? Ja. Aber gut. Ich bin kurz davor, hier
Was versteht man unter Recht bei Freizügigkeit in Deutschland für 10 Euro? Vielen Dank, vorzulesen, aber. Ja. Kleiner Superchat. So Jetzt, Superchat-mäßig, okay. Ja, okay. Machen wir weiter. ja. Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann tolerant, rechtsstaatlich orientiert, gesetzestreu, verfassungswidrig. Ach hier, das ist wieder ein Deutschtest. Ist ein Deutschtest. Du musst wissen, widrig, dass das Wort widrig und gegen Verfassung, weißt du, das ist wirklich kein Ja, du Wissenstest, das ist musst einfach wissen, nur ein dass Deutschtest. Diktatur böse ist. Genau, du musst die Das musst du Vokabel kennen. einordnen können. Genau, und Und dann musst dann du die musst du Vokabel gucken. verfassungswidrig kennen. Es ist wirklich nur ein Nee, Deutschtest, wobei, mehr ist es nicht. eigentlich, ich nehme das zurück. Du musst nicht mal wissen, was Diktatur ist. Du musst wissen, aha, tolerant ist gut, rechtsstaatlich ist gut, gesetzestreu ist gut, verfassungswidrig böse. Ergo muss es das sein, was übrig bleibt. Das, was negativ ist oder was halt in diese Gruppe der anderen drei passt. Ja. Weißt du? Fertig. Ich google mal ganz schnell Deutschland Einbürgerungstest. Ist der denn immer auf Deutsch oder gibt es den sogar in verschiedenen Sprachen? Das wäre natürlich völlig absurd. Es wäre ja eine Clownswelt, aber es würde mich Ich nicht könnte es mir wundern, wenn halt es den fast auf Arabisch vorstellen. gibt oder so. Ja. Einbürgerungstest. Ja, mach du mal weiter. Ich will das mal kurz klären. So, welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland? A, B, C oder D? Was ist denn das zweite zur Hölle? Das habe ich auch noch nie gesehen. Gut, es ist natürlich die 1. Wie gesagt, das zweite kenne ich nicht. Das dritte ist mehr oder weniger die Blaupause für die Bundeswehr. Und das letzte ist das DDR-Wappen, wenn man so möchte. Kannst du mal ganz kurz schauen, was ist denn die 2? Kennst du das irgendwoher? Sind das Freimaurer oder was ist das? Das kann ich dir sogar sagen. Das ist ein christliches Symbol. Boah, ich hoffe, ich tue jetzt eine. Das wäre jetzt peinlich, wenn ich jetzt übelst was Falsches erzähle. Aber das geht auf Kaiser Konstantin zurück. Das war ja der erste christliche Kaiser im Römischen Reich. Und der soll dieses Symbol im Traum gesehen haben. Ach, vor der Schlacht da, ne? Genau, der ist Richtig? ja dann zum Christentum konvertiert. War dann der Und dann erste hat er die christliche römische hoffnungslose Schlacht Kaiser. gewonnen. Das ist doch so der Genau. Gründungsmythos. Ja. Ja, genau. Wofür das jetzt genau steht, da müsste ich jetzt selber googeln, aber ja, hat was mit dem Christentum zu tun. Ah ja. Okay. Das Christus-Monogramm ist das. Das sind die beiden griechischen Buchstaben CH und R. Damit sind die Anfangsbuchstaben des Wortes Christus gemeint. Ah ja, alles klar. Aber gut, dass ich es so einordnen konnte. So, was für eine Staatsform hat Deutschland? Monarchie, Diktatur, Republik, Fürstentum. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, nee, ich dachte, hier oben steht Test der Bundesrepublik Deutschland oder so. Ja, Okay. genau. Jawohl. Ja, gut, müssen wir nichts zu sagen, oder? Ja, nee. Ich habe hier übrigens gerade gegoogelt, also ich denke, die Fragen sind tatsächlich nur auf Deutsch. Oh. Okay, in Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen in kleinen Familienunternehmen beschäftigt, ehrenamtlich für ein Bundesland tätig, selbstständig mit einer eigenen Firma tätig, bei einer Firma oder Behörde beschäftigt. Ja, und Murat sagt, was Arbeit? Verstehe ich nicht. Ja. Oh Gott. Aber ganz ehrlich, also, wenn ich jetzt ein Franzose wäre oder so, ich wüsste das jetzt nicht aus dem Hut, wie das in Deutschland ist. In Frankreich ist es zum Beispiel, da gibt es ja keinen Mittelstand in dem Ausmaß, wie es in Deutschland zum Beispiel ist. Also da Ist es läuft das ganz so? anders. Ja. Wirklich? Warte mal, in Frankreich, wie hättest du denn diese Frage hier beantwortet? Mit welcher Antwort? Ich Also wäre in hier nach Deutschland ist es doch dem. D, Entschuldigung, bei einer Firma oder Behörde. Naja. Weil erstmal ehrenamtlich tätig. Klar, Also das sind fällt raus, natürlich, klar. genau, Ausschlussprinzip fällt raus. selbstständig in Deutschland nicht. Also um Gottes Willen, wir sind kein selbstständiges Land. Und Aber A wäre Familienunternehmen in zum kleinen Beispiel Ver interessant, ne? Wenn du in Deutschland diesen riesigen Mittelstand betrachtest, wäre das eine Idee wert. Nee. Aber klar, es ist Ja, natürlich ja. hier. Also Ja. A könntest du vielleicht sagen in irgendeinem.
Boah, ich könnte es mir in Japan vorstellen, bevor so diese Superkonzerne entstanden sind. Ich könnte es mir halt irgendwie in Albanien oder sowas vorstellen. Also, also das kleine Familienunternehmen namens Mafia. Ja, in einem geringer entwickelten Land. Ja, genau. Die Familie. Du arbeitest für die Familie. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 17 ja, mit Malle. 15, 16, 17. Genau, 17 mit Malle. Bitte einloggen. Das ist mal eine schwierige Frage, weil da kann man sich nicht an der Vokabel hochziehen. Aber das lernt man halt einmal auswendig. So. Oha. Jetzt tun sich hier Gräben auf, weil wir gerade von Frankreich gesprochen hatten. Ja, genau. Uiuiui. Ja, kurz, also was ist kein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland? Elsass, Lothringen, NRW, Meck-Pomm oder Sachsen-Anhalt? Das ist leider Elsass, Lothringen. Das erinnert mich was. Deutschland ist eine kommunistische Republik. Ja. Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Eine kapitalistische und soziale Monarchie. Ein sozialer und sozialistischer Bundesstaat. Was soll denn C sein? Was zum Fick? Das erinnert mich an diesen Cartoon Cat Dog. Warte mal, also C hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt. Könnte man im weitesten Sinne so England umschreiben. England ist sehr kapitalistisch und ich meine, klar, es ist auch irgendwo sozial. Du hast ja auch NHS und so, also Krankenversicherung und so. Die sind doch keine Monarchie, das ist doch bloß noch so ein Aushang. So ein England? Das ist doch bloß noch so ein Grüß August, ja, oder? Gut, wenn ich jetzt, ja, hast recht, wenn ich jetzt googeln würde, würde wahrscheinlich da stehen irgendwie sowas wie, wie sagt man, konstitutionelle Monarchie oder so. Gute Frage. Ich google mal schnell. Groß. Aber du hast doch für mich das mit diesen scheinbaren Widerspruch gut aufgelöst zwischen kapitalistisch und sozial. Ja. Ja, Großbritannien ist eine parlamentarische Monarchie, sagt man. Mhm. Ein sozialer und sozialistischer Bundesstaat ist auch sehr schön. Ja. Also das ist, würde ich sagen, eine Frage, die man als Anwärter falsch haben kann. Das ist jetzt keine, die kann man schon mal falsch haben. Man könnte jetzt wieder sagen, ja, wieder längste Antwort, aber ja. Eben und vor allem auch wieder das Schlagwort Demokratie. Stimmt, ja. Genau, okay, weiter geht's. Bitte kreuzen Sie an. Deutschland ist ein sozialistischer Staat, ein Bundesstaat, eine Diktatur oder eine Monarchie. Was ist das denn? Wir sind jetzt bei Frage 27 und hier doppeln sich schon die Fragen. Also das ist doch dieselbe Frage wie die gerade eben. Und die vor zwei Fragen war doch genauso. Eigentlich. Ja. Wir sind jetzt hier im Themenkomplex Regierungsform anscheinend angekommen oder so. Ich will mal gucken. Ach, schade, ich dachte, man kann hier vielleicht Achso, wir können hier, wir springen da mal so um 100, würde ich sagen. Nach ja, hier. Genau. Ah. Was? Also, einige würden sagen, wir haben mittlerweile das. Ja, Corona-Leute würden sagen, wir haben definitiv das. Einige wünschen sich das wahrscheinlich wieder und ja. Offiziell ist es der Spaß. Ja. Ja. Wie ist dieser Typ, der das König von Deutschland sich nennt oder so? Oh Gott, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß nur, dass er irgend so ein Reichsbürgertum ausgehoben hat. Ja, okay, ich spring mal weiter. So. Was wird in Deutschland als Ampelkoalition bezeichnet? Die Frage jetzt wird es mal ein bisschen interessant. Mensch. Die Zusammenarbeit der Bundestagsfraktionen von CDU und CSU, von SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen, von CSU Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen oder der Bundesfraktionen von CDU und SPD. Interessant, hier geht es mal um so Tagespolitik. Also das kann man auch tatsächlich auf jeden Fall falsch haben. Es ist natürlich also die zweite SPD, FDP, Grüne. Aber das ist eine schwierigere Frage, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich sind die Fragen wirklich so ein bisschen in dem Katalog so thematisch ein bisschen sortiert. Wir hatten am Anfang viel so zum System, zum Rechtssystem, so allgemeine Sachen gesetzt. Und jetzt sowas, dachte ich mir. Ich habe gerade nochmal überlegt, also wenn du weißt, dass eine Ampel aus drei Farben besteht, schließt sich die erste und die letzte Antwort schon aus und dann hast du eine 50-50 Chance. Ja, und dann musst du ja eigentlich nur wissen, CSU zum Beispiel ist blau und in der Ampel ist kein Blau oder so. Hm. Oder die Linke ist rosa, nicht rot, solche Sachen. Ja. Aber das wäre dann so eine 50-50, wenn du keine Ahnung hast von deren Farben. Ja.
Ja, aber auf jeden Fall ein bisschen eine schwere Frage. So, du darfst. Ja. Eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit. Was darf nicht der Grund für die Entlassung sein? Die Frau ist lange krank und arbeitsunfähig. Die Frau kam oft zu spät zur Arbeit. Die Frau erledigt private Sachen während der Arbeitszeit. Oder die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das. Oha! Die Frau, die Frau, die Frau. Es ist Ist natürlich natürlich die. Dill, ja. Auch hier würde ich aber sagen, mal wieder ein bisschen eine schwerere Frage. Weil es eben Weil nicht Murat so wieder auf diese sagt, Vokabeln was Frau abzielt. arbeiten, Frau Kind, mehr nicht. Ja, wo Problem? Frau verdient Geld von Amt. Ja, genau. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern, Wahlhelferinnen in Deutschland? Sie helfen alten Menschen bei der Stimmabgabe in der Wahlkabine. Sie schreiben die Wahlbenachrichtigungen vor der Wahl. Sie geben Zwischenergebnisse an die Medien weiter oder sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. Würde ich Man sagen, ist auch eine könnte schwierige Frage für jemanden, der auch eine gar schwierige kein Frage. Interesse hat am Wahlsystem. Ja, also ist ja wirklich angenehm. Wir haben jetzt hier ein paar Fragen gesprungen und jetzt wird es mal ein bisschen knackiger. Sehr schön, sehr Weil man schön. könnte zum Beispiel auch B nehmen. Ohne Mist. Wenn ich keine Ahnung Ja. habe, was ein Wahlhelfer macht, würde ich sagen, das klingt doch erstmal nicht verkehrt. Oder A klingt auch nicht verkehrt, von wegen, du hilfst alten Genau. Menschen. Klingt ja Und irgendwie längste sinnvoll. Antwort und längste Antwort immer richtig. Ja, okay, tatsächlich Ja. haben wir uns hier selbst ausgekontert. Es wird hier deutlich schwerer jetzt. Aber immer noch zu leicht, aber na klar. So, Ich mach spring mal ein gerne weiter. bisschen, ja. Genau. So, ein Richter gehört in Deutschland zur vollziehenden Gewalt, rechtsprechenden Gewalt, planenden Gewalt oder gesetzgebenden Gewalt. Ich überlege gerade, ist es in irgendeinem Land der Welt anders? Nee, vor allem auch Nee, hier ne? geht es natürlich nach dem Thema Vokabeln. Das Wort Richter, woher kommt das? Von Recht. Wo kommt das Recht vor? In der zweiten Hand. Aber auch hier würde ich sagen, schon eine schwierigere Frage. Das ist von wegen so Gewaltenteilung. So, in Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Ah, ist ja ähnlich. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter? Judikative, Exekutive, Presse, Legislative. Presse. Oder. Das ist definitiv eine schwierige Frage, einfach Weil von das der lateinisch Terminologie. angelehnte Begriffe sind, ja. Eben. Also ich denke, selbst wenn du das einem Hauptschüler geben würdest jetzt, ich meine das nicht despektierlich, aber da könnten sich einige schon schwer tun. Ja. Weil das natürlich Begriffe sind, die so in unserem Sprachgebrauch nicht drin sind. Ich glaube, ich springe da mal wieder ein paar Antworten, ne? Ja, Ja. genau. Achso, ich Spring muss mal ein noch bisschen. wählen. Sehe ich gerade. A ist Judy. es, ne? Ja, genau. Also Judikative meinte ich natürlich. Oh, beim Thema sind du machst. Was kennzeichnet den NS-Staat? Eine Politik des staatlichen Rassismus, der Meinungsfreiheit, der allgemeinen Religionsfreiheit, der Entwicklung der Demokratie. Also wenn du jetzt nicht weißt, dass der NS-Staat böse ist, dann würdest du vielleicht sowas wie Meinungsfreiheit Auf jeden ankreuzen, Fall. Auf, ne? ja, Oder eben, auf Entwicklung jeden der Fall. Demokratie. Genau, weil. Da legst du dich so ein bisschen rein. Das ist halt dann so ein Ding. Naja, ich denke ja immer, das ist irgendwas mit Demokratie, irgendwas Gutes. Wobei, Ja, du ja. hast ja hier drei gute Sachen zur Auswahl, da muss dann schon die Warnleuchte Stimmt angehen, dann ist es das eigentlich. Gegenteil. Ja, hast du recht. Hast ja recht. Ja, hast du recht. Wie man sich so Strategien zurechtlegt, um. Ja, es ist eigentlich. Ist natürlich. So, ich Genau, spring spring mal gerne wieder ein weiter. bisschen. Das mache ich mal. Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell? Mit dem Tod Adolf Hitlers, durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands, mit dem Rückzug der Deutschen aus den besetzten Gebieten, durch eine Revolution in Deutschland. Gut. Aber oh, finde ich auch gar nicht so leicht. Also klar, es ist natürlich B, aber wenn man jetzt geschichtlich unbewandert ist, also ich denke da irgendwie an Jamal oder Abdul, der aus einem ganz anderen Erdteil Der kommt. würde dann A sagen. Ja, Der genau, würde der würde sagen, A der sagen. Diktator ist tot, so wie zu Genau, Hause, genau. und dann war das vorbei. Genau, der So Führer ist sinngemäß. tot und dann ist auch das Land besiegt. Ja. Ja. Mach mal nicht ganz so weit. Mach mal vielleicht nur fünf Fragen weiter. Mich würde interessieren, ob hier noch andere geschichtliche Fragen kommen Okay, und ob okay, das immer okay, nur um Hitler, okay. Hitler, Hitler geht. Passt, jetzt sind wir 5 Jahre weiter hier. Oh, das ist schon mal gut. Also Nachkriegszeit, das ist doch schon mal interessant. Mach du mal. Vom Juni 1948 bis Mai 1949 wurden die Bürger von West-Berlin durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich?
Für Frankreich war eine Versorgung der Westberliner Bevölkerung mit dem Flugzeug kostengünstiger. Ja, die amerikanischen SoldatInnen, wollt ihr mich verarschen? Da gab's keine. Also, vielleicht so eine im Lazarett. Euer Rumgegender ist zum Kotzen. Entschuldigung. Die amerikanischen Soldaten hatten beim Landtransport Angst vor Überfällen. Für Großbritannien war die Versorgung über die Luftbrücke schneller. Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf dem Landwege. Das Ist auch eine schwierige Frage. ist Also eine schwierige jetzt Frage aus auf jeden Fall. Mutombo-Sicht, ja. Eben. Also wenn man sich jetzt gar nicht hier in der deutschen Geschichte auskennt, ich bin begeistert, dass hier auch mal solche Fragen kommen. Ist natürlich D. Ja. Ja, bei den anderen Sachen muss man wieder sagen, na ja, die sind halt unrealistisch. Also kostengünstig, schneller. Also, weißt du, das sind auch Ja. keine Sachen, weswegen irgendwas Geschichtliches passiert. Und dann Ja, Angst B vor könnte halt wirklich Überfällen. passieren. Ja. Was sollen das für Überfälle sein, dass hier, also so wie bei, was ich damals bei den Kreuzzügen oder was, dass da irgendwelche Naja, Krieger das, also überrannt das, was es werden? nach Kriegsende oder kurz nach dem Kriegsende noch gab, waren ja diese, hieß das Wolf- oder Werwolfseinheiten, die so hinter der Front stationiert waren und dort versucht haben, Unfrieden zu stiften. Mhm. Ja. Du Und meinst ehemalige deutsche Soldaten? also als der Krieg noch lief, war so eine Taktik, sozusagen die Front über sich rüberrollen zu lassen und dann sozusagen im hinteren Frontbereich so die Versorgungslinien irgendwie zu sabotieren. Und davor hätten ja die Amis Schiss haben können, dass es noch solche versprengten Korps gibt. So. Ja, es ist natürlich, ich finde es schön an der Frage, dass man die vier Besatzungsmächte kennenlernt. Also die Franzosen, die Briten, die Amis, die Sowjetunion. So gesehen ist die Frage echt schön in Ja, ist Anführungsstrichen. schon Ja. saftig. So, Ist ja. natürlich die Ja. gute Deutsche, weiß man das. So, wie endete der Okay, das Zweite überspringe ich jetzt. Weltkrieg? Das hatten wir Ach, gerade. das hatten wir doch gerade, ja, genau. Der erste Bundeskanzler Deutschlands war, Oh. ja, das ist auch schwierig, ist natürlich Adenauer, auch schwierige Frage. Mach ruhig weiter, wir Du gehen jetzt hier ein bisschen ganz durch. ehrlich, ich wüsste das jetzt nicht aus der Ach, Kalten. wirklich? Ja, wüsste ich nicht. Ernsthaft? Ernsthaft, Okay. ernsthaft. Ich kann mir keinen Namen merken und das ist jetzt wirklich Ah, okay. A, lange her und B, es ist auch nicht mehr relevant. Ob jetzt Willy Brandt oder A, Schröder Ja. würde ich jetzt noch ausschließen oder Erhard war, es ist doch heutzutage, was hat das noch für eine Auswirkung? In Ja, 100 ist Jahren wird richtig. es auch egal sein, dass mal Merkel hoffentlich in der Macht war. Oh Gott, ja. So. Eher Jetzt darfst sowas du. hier. Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken? Er hat sich den ehemaligen Alliierten unterworfen. Er bat Polen und die polnischen Juden und Jüdinnen um Vergebung. Er zeigte seine Demut vom Warschauer Pakt. Er sprach ein Gebet am Grab des unbekannten Soldaten. Ja, ist natürlich B. Also man muss schon ein bisschen Geschichte von Deutschland kennen, aber anscheinend so Zweiter Weltkrieg bis jetzt. Ne, ich werde dann nochmal zurückspringen, ob irgendwas hier von Otto dem Ersten oder so passiert, aber ich Das erwarte finde ich auch nichts. wieder schwierig, weil wenn man das jetzt nicht weiß, könnte man auch denken, es geht B. vielleicht um das Vierte. Ja. Eben. Ein Gebet am Grab des unbekannten Soldaten. Also wenn man Definitiv, jetzt gar ja. nichts davon gesehen hat, gut, man kann sich natürlich denken, irgendwas hier, Schuldkult und Juden und Holocaust, sowas wird es schon sein. Wobei, du musst ja dann auch wissen, wo Warschau Stimmt, vor liegt, allem, ne? und vor allem, guck mal, in der Frage steht im ehemaligen jüdischen Ghetto. Also, Ach so, naja, ja gut, gut. okay, Ist ja ja. eigentlich alles klar. Also doch wieder leicht, so gesehen. Gut, ich spring Lock mal ein das mal Stück ein. vor. Ja, bitte. Mal Ruhig nee, eine auf Weile, ruhig ein ganzes 150. Stück. Ach so, zurück. Mauerbau, okay, es geht also, gehen wir noch ein Stück zurück. Okay, es geht auch mal um Zack. DDR. Parlamentsmitglieder, na, das ist wieder eine staatsrechtliche Frage. Gehen wir mal so in die Genau, wir gehen goldene jetzt mal ein Mitte. bisschen durch, liebe Zuschauer. So. So. Oh, das ist schwierig. Was macht ein Schöffe in Deutschland? Das ist schwierig. Findest du? Okay, Ja, aus weil. Mutombo sehe ich wieder, ja. Ja, genau. Weil das wieder was ist, was dich alle kennen. Also, das ist auch nichts, was im Fernsehen Tag ein, Tag aus kommt. Weißt du, der Begriff Schöffe. Stimmt, ja. Der ist wirklich. Den Begriff Schöffe habe ich in meinem Leben selten gehört.
Also man hat es auch gelesen, aber so, dass es wirklich im Sprachgebrauch mal gefallen ist. Ja, stimmt. Gut, machen wir weiter. Brauchen wir jetzt nicht auswerten. Ja, es ist A, weiter. So. Genau. Ja, okay. Ich muss mich ein bisschen revidieren, jetzt wo wir bei den späteren Fragen sind. Ganz so leicht ist es nicht. Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gericht? Naja. Oh, wieder, das ist wieder Vokabelfrage, ganz Ja. ehrlich. Buchstäblich. Wer kann Irgendwas Schöffe werden? schaffen. Das hat man doch gerade sowas. Aber Warum ist denn das was so macht ein wichtig? Schöffe und wer kann? Ja, Ah, ja. okay. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Amerikanischen mit diesen Geschworenen so. Ja, wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? Okay. Gut, das kann man auch Ah, wissen, ohne dass man in Deutschland lebt, ja, ne? aber ganz ehrlich, unwichtig. Ich meine, Ja, richtig. das weiß nicht mal der Drachenlord. Und wieso steht hier nur das Jahr? Also Spaß, ich hab's in Geschichte gehasst, dass du immer sagen musstest, 3. Mai 1889 ist der Sack Reis umgefallen. Weißt du? Ja, gut, Lächerlich. ich war großer Geschichtsfan, Ja, aber aber. hat dich das interessiert, dass der Nee, um dieses Datum 13:11 lernen Uhr fand ich umgefallen ist? Schwachsinn. Ja, das Datum fand ich Schwachsinn. Man musste sich eher merken, so A, wann Das war hat es man grob gerade. und B, Das nee. hat man gerade. Wie hieß der erste Bundeskanzler? Aber da war Kissinger nicht in der Antwort. Ach so, Oh. alles klar. Also tun sich die Fragen hier in dem Sinne auch ein bisschen doppeln. Also es geht wieder um Konrad Adenauer natürlich, aber mit anderen Auswahlmöglichkeiten. Interessant, interessant. Ich gehe mal in den 200er Bereich, mal Ja, schauen, was da jetzt für ein genau. Themenkomplex Wir sind auch aufploppt. bald bei der Stunde, wir haben noch 5 Minuten. So, welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Ah, okay, da geht es so um Deutsch, Ost-West. Interessant. Gut, okay. Ja, das ist keine einfache Frage für einen Ja, mal wieder Zugezogenen. geografisch auch Ja. schwierig. Ja, du gehst da durch. So, wie So, wie heißt heißt Deutschland mit Deutschland mit vollem Vollnamen? Namen? Bundesstaat Deutschland, Bundesländer Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Bundesbezirk Deutschland. Ja, gut. Ist wieder eine Da holst du Vokabelsache. dein, weiß ich, dein Geduldetenschein kurz raus in der Klausur und guckst mal drauf. Genau, Also, ist jetzt nichts ja. Wildes. Nicht Ich weiß gar wild. nicht, ist das Spicken, wenn ich auf meinen Ausweis nachgucke? Wahrscheinlich nicht. So, welches Land ist dein Nachbarland von Deutschland? Ah, das ist natürlich interessant. Also Ungarn, Portugal, Spanien, Schweiz. Aber also bitte, das Da ist doch viel sagt zu leicht. Mutombo, Schweiz, da bin ich doch durchgefahren, kurz bevor ich Ja, in genau. Deutschland war. Oder Ungarn, da bin ich doch durchgefahren. Aber Moment mal, da bin ich noch 10 Länder Ja. weitergefahren. Also das kann es nicht sein. Und da flogen auch die Ja. Äpfel, mag ich nicht. Also Portugal, Spanien kann es ja überhaupt nicht sein. Ja. Ungarn, ach nee, das ist ja auch viel zu leicht. So, der französische Staatspräsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl gedenken in Verdun gemeinsam der Toten beider Weltkriege. Welches Ziel der Europäischen Union wird bei diesem Treffen deutlich? Freundschaft zwischen Deswegen. England und Deutschland, Reisefreiheit in alle Länder der EU, Frieden und Sicherheit in den Ländern der EU, einheitliche Feiertage in den Ländern der EU. Oh, es wird wohl D sein. Also, jetzt ohne Scheiß, also D wäre so das, wo ich mir noch so am ehesten vorstellen könnte, dass man das nimmt, wenn man keine Ahnung hat, wenn man nicht weiß, dass es C ist. Aber Ja. geh noch mal auf die Frage. Ich würde noch mal auf die Frage gehen. Klar. Gedenken, na guck mal, die Gedenken der Toten beider Weltkriege, da kann es ja nichts mit Feiertagen zu tun haben, weißt du, da musst du doch irgendwie wieder was mit Frieden und so nehmen. Ist doch logisch eigentlich. Also man könnte eher, finde ich, schwanken zwischen Freundschaft zwischen England und Deutschland. Man muss halt hier wissen, dass François Mitterrand, Der der Kanzler, französische genau, Staatspräsident ist und das wäre dasteht. da ein französischer Name ist, also eine französische Stadt. Ja, aber es ist natürlich C. Ja. Nummer 3. Genau, wir springen ein bisschen So. weiter. Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, geht das niemandem etwas an? Geht das nur die Familie etwas an? Kann man dafür nicht bestraft werden? Kann man dafür bestraft werden? Das finde ich ist Oh. eine sehr interessante Frage. Ist für unseren Neubürger, eine Ja. schwierige Frage, Ja, weil er sich nicht da zwischen A und B entscheiden kann. vielleicht darf ich da nochmal wieder eine Ja. Anekdote loswerden. Ich habe ja ein Auslandssemester in Frankreich mal gemacht. Und das war so das erste Mal, dass ich viel mit Muslimen Kontakte hatte, muss ich sagen. Ich bin ja aus Ostdeutschland und ja, so wohlbehütet aufgewachsen, sage ich mal. Und ja, dort war ich viel auch so in Assi-Vierteln, sage ich mal, unterwegs. Und ich habe noch nie in meinem Leben in Deutschland gesehen, dass jemand sein Kind schlägt.
im öffentlichen Raum. Ach, zumindest. Öffentlichen. Mhm. Also im Fernsehen oder so vielleicht mal, oder man hat davon gelesen, aber ich habe es noch nie live gesehen. Und dort in Frankreich habe ich das ständig gesehen. Mhm. Und es waren keine Franzosen, die ihre Kinder geschlagen haben. Also zumindest keine ethnischen Franzosen. Das fand ich krass. Wie ist denn da das Recht in Frankreich? Ist das so wie in Deutschland? Kann ich dir leider nicht sagen. Oder sagen die so, ein Klaps auf den Hintern ist schon noch, gehört dazu? Weiß ich nicht. Also hier ist es natürlich die Antwort 4, einfach auch da wieder, man muss einfach nur überlegen, was springt aus der Reihe, welche Antwort. Genau. Ja, ja. Oder lock das mal ein, nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Nee, das ist schon richtig. Ja, klick's mal an. Ich versuche mir bloß gerade vorzustellen, so Mutombo würde sich zwischen A und C, A, vielleicht B und C sozusagen, würde er lange schwanken, was muss er da jetzt nehmen? Vielleicht von wegen, ja, man hat doch Recht auf Freiheit und das hat ja was mit Freiheit zu tun. Ja, wie ich meine Kinder erziehe, geht niemandem etwas an. Ja, genau. Aber der Staat will, ist eine Meinung fordern für dich. Also pass auf. In Deutschland hat ein Kind in der Schule für 10 Euro, vielen Dank, Recht auf unbegrenzte Freizeit, Wahlfreiheit für alle Fächer, Anspruch auf Schulgeld oder Anwesenheitspflicht. Oh. Jetzt sind ja all unsere, Methoden, die wir uns hier zurechtgelegt haben, laufen ins Leere. Naja. Ja, doch. Auf jeden Fall. Na, du musst halt wieder gehen, was aus der Reihe fällt. Die ersten drei Sachen sind ja positive Sachen. Wort. Das letzte ist in Ansatzweise eine negative Sache oder eine Pflicht. Pflicht. Hast schon recht. Aber. Also, ich hätte jetzt B genommen, so, weil das Freiheit, ne? Als, gut, ja, okay, ne? Okay. Schwierige Frage. Gar nicht so leicht, ja. Wir sind übrigens knapp über der Stunde. Ja, ich mache jetzt noch ein paar. Wir sind ja fast durch jetzt. Ich mache noch zwei, drei. Ich bin mal noch ein bisschen durch. So, was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? Oh, interessant. Bunte Eier verstecken, einen Tannenbaum schmücken, sich mit Masken und Kostümen verkleiden, Kürbisse vor die Tür stellen. Das ist leicht. Also, ganz ehrlich, ich denke, dass auch Mutombo das weiß. Oder wissen sollte einfach. Ich meine, so ein bisschen Weihnachtsmärkte gibt es ja schon noch in jeder Stadt. Auch wenn das Christentum hart am Abnehmen ist in unserem Kulturraum. Ja, ich meine, du machst ja den Test spätestens, andersrum, frühestens nach 5 Jahren oder so. Das heißt, du hast das auch schon mehrmals dann gesehen. Genau. Ja. Du kennst die Sachen, wo man mit einem LKW eventuell mal vorbeischneiden möchte. Und genau. Du musst dich ja informieren. Was tun Sie, wenn Sie eine falsche Rechnung von einer deutschen Behörde bekommen? Zahlen. Ich lasse die Rechnung liegen. Ich lege Widerspruch bei der Behörde ein. Ich schicke die Rechnung an die Behörde zurück. Ich gehe mit der Rechnung zum Finanzamt. Boah, das ist so ein richtiges A38-Fragen-Gewichse. Also hier, Passierschein A38-Fragen-Gewichse. Es ist natürlich B. Ja, klar. Aber das ist mit Abstand die schwierigste, würde ich jetzt sagen. Weil das schon sehr bürokratisch ist. Also da muss man diesen Begriff Widerspruch kennen. Widerspruch einlegen. Genau. Ich könnte aber auch sagen, dass Murat sagt, geht mich nichts an, ich lasse liegen. Ja, so, oder von wegen, ich schicke zurück. Nichts haben, nichts wollen. Nein, zurück. Ja. Oh Gott, wir sind schon böse heute. So, welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt? Oh. Der Hinduismus, das Christentum, der Buddhismus, der Islam. Boah, jetzt wird es ja richtig identitär. Das Judentum, meinst du? Ja, also dieser Tage müsste die Frage geupdatet werden. Naja, man sagt ja sowieso, wir haben so ein christlich-jüdisches Erbe. Also das Wundert mich tatsächlich hier so ein bisschen. Würde ich auch völlig anerkennen, dass wir das haben. Also, ja, absolut. Ja, ist klar, es ist Christentum, aber ja, ich bin jetzt ein bisschen verwundert über die Frage. Interessant. Ja. Bald ist es dann D, aber ja, bald ist so es Gott schon, will. Schon sehr bald, ja. So, wo können Sie sich in Sachsen über politische Themen informieren? Oh je, über unsere Lieblings... Bei der Landeszentrale für politische Bildung, beim Ordnungsamt der Gemeinde, bei den Kirchen, bei der Verbraucherzentrale. Es ist wieder mal das Längste. Ja, klar. Hast du das jemals gemacht? Nur in der Schulzeit. Also nicht bewusst, aber wir wurden ja in der Schulzeit zugeschüttet mit Materialien von denen.
Ich fand das im Nachhinein ganz schön perfide. Mir ist das als Kind gar nicht so aufgefallen. Aber also gerade im Gemeinschaftskundeunterricht, da, du kannst ja viel kostenlose Bücher von denen beziehen. Mhm. Und das hat halt unsere Lehrerin sehr gerne gemacht. Die hat uns halt von denen Bücher gegeben. Ich muss dazu sagen, im Nachhinein ist mir das erst aufgefallen, wie based meine Lehrerin war. Ich hatte zum Beispiel mal so einen Vortrag gehalten, wo ich ziemlich über GEZ hergezogen bin. Da habe ich schon eins bekommen. Ich hatte ja letztes Mal den Katalog dir mal gezeigt von den aktuellen Veröffentlichungen. Ja. Ja. Also die versuchen natürlich schon so die Holgers dieser Welt abzuholen. So muss man es einfach sagen. Ja, ne? Aber genau. man sieht halt schon auch die Schlagseite, wo es hingeht. Ja, absolut. Ja. Und bei denen vor allem nicht ganz so krass wie jetzt Amadeo-Antonio-Stiftung oder so, ist klar. Aber es geht natürlich so unter der Hand immer, ja, Gefahr von rechts und hier Terror und Gut, machen wir noch Frage 310. Genau, dann haben wir's durch. Und dann beenden wir's. Richtig, das mache ich noch. Welchen Minister oder welche Ministerin hat Sachsen nicht? Oh, bitte. Justizminister, Außenminister, Finanzminister, Innenminister. Oh, interessante Frage. Ist es natürlich der Außenminister? Als Bundesland hat man das nicht, aber ja, das ist wieder schwierig. Was mir jetzt aufgefallen ist bei diesen letzten zwei Fragen, die haben sich ja mit Sachsen beschäftigt. Mhm. Wir haben ja die ganze Zeit den Katalog für Sachsen. Was ich mich jetzt wirklich fragen würde, ob der Berliner Katalog zum Beispiel viel leichter ist, so wie es im Abitur zum Beispiel ist. Okay. Ich meine das ganz ernst. Also die Abiturnoten sind ja um eine Note besser als in Sachsen. Aber die PISA-Ergebnisse sind viel schlechter. Ja, lass es nicht machen. Jetzt sind wir schon weit über. Spring bloß mal zu der letzten Mal. Es ist ja anscheinend dann der Berliner Komplex. Ja, hast recht. Okay. Ah, okay. Guck an. Ist auch so ähnlich schwierig. Okay. Also nach dem Motto, du sollst schon das wissen, wo du gerade wohnst, wie das. Und machen wir die allerletzte? Achso, ich hab. Okay, alles klar. Ah, okay. Alles klar. Okay, dann werden die Fragen doch ähnlich sein in den einzelnen Bundesländern, nur ein bisschen abgewandelt. Guck mal, hier ist auch dein Außenminister wieder, bloß als Senator. Ah ja, alles klar, alles klar. Aha, da machen die eine ruhige Kugel und formulieren die Fragen immer nur so ein bisschen auf die Bundesländer um. Ja, klar. Gut, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ich gebe es zu. Das ist schon okay. So, ich glaube, wir hatten alle richtig tatsächlich, Mensch. Ja, also, wir haben jetzt nichts eins. Wir sind demnächst, werden wir nicht auf dem Bazar-Pfeil geboten in Tunesien. Mhm. Und wir haben jetzt lange auch über das Thema Wahlrecht schwadroniert. Jetzt müssen wir einfach noch geschickt frame hier im Videotitel. Ja, als vorbildliche Bundesbürger müssen wir uns ja auch kritisch mit der Demokratie auseinandersetzen. Ja, oder so ähnlich. Aber gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war ja jetzt einfach so. Ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen allgemeines Gelaber auch. Also, so, wen das Thema Politik interessiert, der hatte jetzt hoffentlich hier eine gemütliche Stunde mit uns. Und wenn ihr so eine gemütliche Stunde gern wieder haben wollt, oder vielleicht mal weniger gemütlich, wenn wir irgendwie was von der GEZ schauen oder irgendwelche lustigen Serien, dann bleibt bei uns dran. Wir laden recht viel hoch, würde ich sagen, so 2-3 Mal die Woche. Ja, läuft gerade. Ne? Schöne Sachen. Und falls ihr sagt, ich will aber gern die 310 Fragen als Speedrun sehen. Ja, dann, wenn ihr genug Likes bekommt mit eurer Aufforderung, dann machen wir das. Dann klickern wir uns da durch und werden dann höchstwahrscheinlich, ich sag mal vorsichtig, 300 richtige haben von den 310. Ja, da werden wir bestimmt auch ein paar Ausfälle haben. Ja. Ich werde mich auch mal verklicken. Ja. In dem Sinne, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.